mein Gott, ein Uraltrizi auch von AAA. Mein Gott, das ist ja nur cool. Guckt euch das mal an. Der Kopf, wie krass, oder? Wie krass hier zum Beweis. AAA, pfeift euch das rein. Das ist ja sensationell. Ganz weich aus Gummi. Wo zur Hölle hast du das Zeug her? Das ist ja irre. Das ist... Oh mein Gott. Hat hier irgendwas von einem Gürteltier oder was weiß ich, ne, wenn der Kragen hier nicht wäre und die Hörner. Also sensationell. So, als nächstes haben wir hier ein Nashorn. Ja, das hat schon ein bisschen was mitgemacht. Hier haben wir definitiv Farbabrieb. Ja, keine Ahnung, von welchem Hersteller das ist. Ich kann es gerade nicht erkennen. Wahrscheinlich bei der Videobearbeitung kann ich es dann wieder sehen. Hier steht West Germany, Leute. Ja, und wenn ich jetzt den Kreis hier lesen könnte. Nee, also ich habe hier ein Vergrößerungsglas. Ich kann es nicht lesen, was hier drin steht. Kann sein, ich sehe es bei der Videobearbeitung. Ja, aber cool, ne? Einfaches Nashorn, sieht auch Asbach uralt aus. Das ist schon spannend, was es hier alles gibt. Das ist, ja, passt hier natürlich schön zu unserem Nilpferdchen, ne? So, dann haben wir hier, ach Gott, wie geil, Allosaurus von AAA. Also ich denke mal, das ist AAA, die Serie. Es steht zwar nichts dran, aber ich glaube schon, dass das von dem Hersteller kommt. Ja, die haben ja auch für andere Hersteller zig Figuren produziert, aber ich finde, die tragen schon die Handschrift von AAA. Ne? Hier so ein bisschen so ein Raubtiermuster über den Rücken. Und Allosaurus ist ja mein absoluter Lieblingssaurier, ja, egal wie er aussieht, das ist cool. Mein lieber Scholli, der hat hier ordentlich gefäspert, ne. Aber immerhin haben sie die Zähnchen noch schön weiß gemalt und den Innenraum vom Maul, ja, in dieser kleinen Fläche. Also Respekt, mein lieber Scholli, Respekt, ja, rote Augen mit schwarzer Pupille und rote Nasenlöcher. Wie krass kann er stehen? Ja, der steht dank seinem Schwänzchen, Leute, uralt Allosaurus, der Kracher. Dann haben wir hier nochmal einen Parasaurolophus in einer aufrechten Stellung. Von wem ist der? 1993. UKRD, ja super. Die haben einen Haufen Dinos mit auf den Markt geschmissen damals. Krass, und guckt euch die Hautstruktur hier an, ne? Auch ein Mordsviech, mein lieber Scholli. Parasaurolophus Mini. Alter, du hast da Dinger dabei. So, als nächstes nochmal Parasaurolophus. Von wem ist der? Auch von UKRD 92. Ein knubbeliges Kerlchen, muss man sagen. Steht sogar noch. Der Hammer, die Beine nicht so sehr verbogen. Wir haben hier braun, grau und oben halt ein bisschen gelb. Und ja, so sehen die Geschichten aus, ne? So sahen die Dinos 1992 aus, ne? Klaro, es gab noch schönere Modelle, überhaupt kein Thema, aber die Leute haben sich drauf gestürzt, ne? Ich sage, das absolute damals war die Carnegie Collection von Safari Limited. Das war das absolute Highlight, ja? Es waren somit die schönsten Dinos, die es gab. Und da gab es auch noch größere, die waren auch toll gemacht. Weiß ich schon gar nicht mehr, wer die hergestellt hat. Aber so müsst ihr es euch vorstellen. 1992 begann der Run auf Dinos, ja? Jurassic Park hat hier wirklich die Welt mal kurz hier im Sturm erobert. Das war fantastisch. Die Spielzeugläden waren voll mit Dinos und es wurde wirklich alles gekauft, was auch nur ansatzweise aussah wie ein Dino. Das war eine Wahnsinnszeit. Boah, das ist aber auch ein Schätzchen hier. Guckt euch den hier an. Wie krass, auch ein Trizi, mega stabiles Kernchen und was soll ich sagen, von UKRD 1991 Trizi. Der Hammer. Und das war ja schon eine richtig gute Skulptur, ne? Wow, das haut mich weg hier. Knallrote Birne und hinten alles grün mit diesem Grau hier vermischt. Super, das sind ja wirklich Schätzchen. Das sind ja wirklich richtige Schätzchen. Der Knaller, und die waren vor allem alle gut genährt, ne? Das ist, wow. 1991. Überlegt euch mal, das Ding hat bald 30 Jahre auf dem Buckel. Ist das irre? Ich finde es komplett irre. Was für ein Hammer-Tag.
Teil hier. Echt. So, was haben wir hier? Oh, ein Bär in der Klassenpose. Ja, guckt euch das mal an. Was für eine Hammerpose. Wow. Super, findest du heute gar nicht mehr, ne? Heute haben die Bären sehen alle gleich aus von verschiedenen Herstellern und der Kleine guckt hier nach oben, streckt die Zunge raus, hat schon ganz orangene Augen, aber goldig gemacht. Der Blick ist witzig, auch ein bisschen so der Schaum ums Maul rum, was sie immer haben. Cool, ja, hier haben wir definitiv einen Stempel, aber ich kann es beim besten Willen nicht lesen. Was ich hier erkennen kann, ist es AAA? Fragezeichen. Also es spiegelt hier gerade so dermaßen, ich kann nur Made in China lesen und hier irgendwie CE und wieder zwei so runde Sachen, aber ich meine es ja AAA. Ich kann aber sein, ich rede jetzt hier Quatsch. Keine Ahnung, aber das ist ein geiler Bär. Meine Fresse, der ist ja richtig Hammer. Klasse, die Pose ist spitzenmäßig. Wie geil, ne? Apropos Bär, hier haben wir den nächsten. Oder ist das überhaupt ein Bär? Nee, oder? Was ist das denn für einer? Ganz schwarz mit weißen Krallen, weiße Augen, braunes Näschen, goldig. Auch das kann ich beim besten Willen nicht lesen. Hier steht garantiert Made in China. Aber sonst kann ich nichts lesen. Ich habe keine Ahnung. Ja, soll es ein Schwarzbär sein oder ist es irgendwie... Keine Ahnung, also ein tasmanischer Teufel ist es definitiv nicht und ja, das Gesicht stimmt nicht so ganz für einen Bären, aber putzig. Ah, da muss ich mich echt mal schlau machen, von welchem Hersteller der ist. Ist ja witzig, ne? Auf jeden Fall garantiert ein Asbach-Uraltteil. Boah, Figurenmagazin, Hammer. Wie mega ein schwarzer, ja, keine Ahnung, ist ein T-Rex oder was soll das sein? Das ist ja auch nur, ja, Tyrannosaurus Rex, made in China. Ja, Leute, wie Hammer, guckt euch mal die Stacheln hier an, ja, die Osteoderm-Reihen, das ist ja nur geil, ja, in Grau und ansonsten komplett in Schwarz. Ja, wie cool sieht der denn aus, bitteschön. Ja, der kann es hier glatt mit dem Bären hier aufnehmen. Es ist ja super cool. Ich mag ja Schwarz ohne Ende, ne? Und ja, das ist ja krass. Orangene Augen, ja, oder gelbliche Augen in der schwarzen Pupille und rote Nasenlöcher, ne? Und auch hier, trotz der kleinen Größe hier das Maul noch bemalt, die Zähne, die Mühe machen sie sich heute teilweise nicht mal bei größeren Figuren. Mein Gott. So, hier kommt ein richtig schwerer, riesengroßer Bär und ich denke mal, dass die beiden hier zusammengehören. Kann das sein, so irgendwie? Ja, hier steht auch Made in China drauf, aber ich kann sonst echt nichts erkennen. Außer die Hundehaare. Viele liebe Grüßchen übrigens, ja. Ich hoffe, es geht der Dame noch richtig, richtig gut. Und ja, ne, schön hier das Fell modelliert, der Kopf erinnert halt eher ein bisschen an einen Eisbär, ja, der ganze Schwarzbär erinnert halt extrem an einen Eisbär, alleine von der Form her, ne, haben sie halt einfach mal kurz hier so einen Schwarzbär draus gemacht, ja, super. So, dann haben wir hier wieder einen Triceratops und der kommt auch von AAA, ja, super, auch der, das siehst halt, das war Handarbeit, ne, ist genau das gleiche Modell wie der andere, aber halt ein bisschen anders bemalt, ne, eher grau mit grünen Flecken und ja, super, super, ich sag ja, da freue ich mich richtig drauf, das ist so richtig Nostalgie, der Hammer. So, was haben wir noch? Ach Gott, wie geil, ja, du hast den, guckt's euch an, Pteranodon, ein Riesenteil hier von Weiko, mach das Fähnchen kurz weg, so, schnips, hier steht's und das Ding ist auch von AAA, Pteranodon. Und das ist ein ganz schön massiges Kerlchen. Kann er überhaupt stehen? Nee, ne? Der Schwanz rückt nach vorne. Ja, den müsste ich ein bisschen verbiegen. Aber der sieht schon echt klasse aus, ne? Guckt es euch an, die Flügel. Herrlich grob gestaltet. Richtige Krallen hier vorne dran. Hier ein bisschen Rot noch mit drauf. Schwänzchen. Also alles dran, was dran sein muss. Die Augen haben sie klasse gemacht, Leute. Gelb, blau und eine riesengroße schwarze Pupille. Hier noch ein bisschen rot, da rot. Das Maul haben sie rot bemalt. Die Zähne haben sie weiß bemalt. Ein krasses Teil. Echt ein Mega-Viech. Und ja, wenn ich will, dass der steht, muss ich halt hier hinten das Schwänzchen ein bisschen warmes Wasser halten. Dann geht es. Ah, der ist ja wow. Also... Boah, beeindruckend, wirklich beeindruckend. Der ist echt groß, der hat eine Flügelspanne, passt mal auf, von ja, 28 cm, ne? Ich meine, hallo?
krass. Ah, Mensch, ich freue mich so dermaßen. Vor allem, wenn ich sehe, was da noch kommt. Ne? Auch hier haben wir noch mal einen kleinen spielenden Bär. Auch das ist eine tolle Pose. Ja, das ist Triple A, oder? Wahnsinn, Wahnsinn. Ne? Guckt euch das an. Hält seine Hinterläufe mit den Pranken. Das ist doch echt eine klasse Skulptur. Ne? Machen sie heute auch nicht mehr. Sie machen schon verschiedene Posen, aber halt nicht sowas. Ne? Okay, das Gesicht ist ein bisschen destroyed durch zu viel Weiß. Aber auf jeden Fall eine klasse Skulptur. Richtig, richtig schön, boah. Also, und ich kann nur sagen, die sind so, ne? Die wurden so gemacht. Also, das ist wie neu. Das ist super. Mir bleibt da echt die Spucke weg. Vor allem, wenn ich diesen dunkelgrünen Elasmosaurus hier sehe, ne? Der ist ja auch der Wahnsinn. Was haben wir hier für eine Länge? Hier komme ich auch mal kurz so auf 22 cm. Fängt hier ganz dunkelgrün an, wird hier ein bisschen heller, läuft dann ins Gelb rein. Hier sehen wir es auch. Ja, Elasmosaurus, hatte ich recht. Triple-A-Figur, ne? Wahnsinn. Gleich hier das Schildchen wegmachen. Zack. Weil die Sachen bleiben halt definitiv in der Sammlung drin. Ne? Auch der Kopf war nett gemacht. Ne? Sehr schön. Und das war definitiv auch Anfang der 90er. Ganz klar. Und das Ding steht noch wie eine 1. Ist super. Ne? Nicht selten, dass ich bei den Plesiosaurier oder Lasmosaurier, dass sich halt komplett der Hals hier verbiegt und die hängen dann alle so in der Vitrine drin. Ne? Nicht schön. Und der hat die Form komplett gehalten. Das ist doch mega. Also, boah. Als nächsten haben wir hier einen Mammut und ich weiß noch, ich meine, ich hätte die für dich bestellt. War es nicht so? War es nicht so? War da auch der Kleine dabei? Ja, schön, dass der jetzt wieder so zurückkommt. Also ich freue mich, weil ich darf dir sagen, du hast ja mal ein Special gemacht zu Mammuts von allen möglichen Herstellern und da waren die auch dabei und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also ich finde die nett gemacht, ne? Die Haare haben eine echt nette Struktur, auch die Bemalung geht absolut durch, ja. Klaro kann man mit heutigen Modellen nicht mehr vergleichen, aber trotzdem, man muss immer die Zeit bedenken und dafür waren die echt nicht schlecht gemacht, ne? Siehe, die langen Stoßzähne, das ist schon bombig, echt super. Und ihr werdet euch gleich noch wundern, was er noch hier reingepackt hat. Mensch, ich freue mich so dermaßen. Hier haben wir wieder ein UKRD, Leute. Das ist mal ein Teil, ja. Auch das hier voll in der Dino-Welle mit drin. Oder sagen wir mal am Anfang von der Dino-Welle. Du hast die Figuren damals überall gekriegt und du warst begeistert, wenn du die Figuren hier gekriegt hast, ja. In diesem Fall haben wir einen Tyrannosaurus Rex, ne? Ich muss immer kurz überlegen, ist der Allo oder Tyrannosaurus Rex? Guckt es euch an. 1991. Ja, also war bereit zum Start zu Jurassic Park und die Leute haben sich tot gekauft an solchen Figuren. Und der ist auch echt groß. Meine Güte, hey, der steht da wie neu. Ne, wir haben hier ja knapp 17 cm und in der Länge kommt dieses Teil hier auf 4 oder 25 cm. Der Hammer, richtig, richtig groß. Boah, mein Gott, wie geil. Überlegt euch mal die Jahre, was das Vieh auf dem Buckel hat. Ne? Steht immer noch da wie eine 1 und vor allem so gut wie neu. Ne? Ich glaube, wenn ihr ein Weilchen die Figuren aus den 90ern betrachtet, dann kriegt ihr einen ganz anderen Blick zu den Dinosauriern, die heute rauskommen. Selbst wenn mal nicht so super Dinos dabei sind, weiß man das gar nicht mehr zu schätzen, was man heute eigentlich für Hammer-Skulpturen kriegt. Ne? Im Gegensatz zu damals. Und damals fand man es ja schon sensationell. Alleine die ganzen Einfurchungen, des Muster hier, da gab es zig Modelle, die hatten nicht mal halb so viele Details wie die Geschichten hier, ne? Schon der Hammer. So, und jetzt kommt, Leute, jetzt kommt. Da schneide ich gleich mal hier das Zettelchen weg. Kommt auch von Weiko. Und den, meine ich, hätte ich dir bestellt und hätte es dir geschickt. Nochmal ein Mammut. Guckt euch das an. Das ist so ein Riesenbrocken. Heiliger Johannes, ne? Wir haben hier eine Höhe von, ja, also 17,5 cm und eine Länge von locker 28 cm. Glaub mein Hamster Bonert. Was für ein Riesenteil. Zum Glück ist der hohl, denn wenn der massiv wäre, hey, den könntest du fast nicht vom Boden abheben, ne?
Was für ein Hammerteil, Leute. Riesen Mammut hier auch von AAA, oder? Ja, auch von AAA, hier seht ihr das. Ne, selbst hier der Bauch wurde noch für die Verhältnisse cool modelliert. Was für ein Hammerteil. Mein lieber Herr Figurenmagazin, also das, was du mir hier alles geschickt hast, ich krieg mich echt nimmer ein, Menschenskinder. Ich kann nur tausendmal Danke sagen. Vielen, vielen lieben Dank für dieses Riesenpaket. Und also das war ein super geiles Mystery Unboxing. Ich habe echt nimmer dran gedacht. Und du hast ja hier noch viel, viel mehr reingepackt. Boah, ich bin echt komplett geflasht, Mensch. Ja, du hast mir eine Riesenfreude gemacht, echt. Also das ist schon, also wow. Die ganzen Drachenjägerfiguren, ja. Die herrlichen Erinnerungen an die guten alten 90er, ja. Obwohl es jetzt nicht unbedingt mein Jahrzehnt war, ja, meins war eher so die 80er. Die waren halt sensationell. Aber dieser Run auf Jurassic Park damals, das war schon eine tolle Sache. Mein Gott, ja. Nicht nur, dass du überall von Dinos, egal in welcher Form, umgeben warst. Es gab wirklich alles. Es gab nichts, wo nicht irgendwie ein Dino drauf war. Zu der Zeit habe ich noch in der Druckerei gearbeitet. Da haben wir Textile veredelt, ja. Sprich, ich habe die Motive gezeichnet und die wurden dann früher auf Jeans gedruckt, auf T-Shirts, auf Jacken, oh, auf was weiß ich alles, ja, sogar auf Seidendecken und so Zeug, wo die Leute dann haben ausmalen können. Und da habe ich auch Dino-Motive gemalt ohne Ende und es ging ohne Ende. Und dann kam auch noch der Film und die Figuren und das war, boah, war das cool. Also war man so richtig in einem Rausch, ne? Das war auch so total unwirklich. Und es ist toll, wenn man das mit so ein paar Figuren wieder mal so kurz herholen kann. Alleine das ist es schon wert. Also sensationell. Also nochmal vielen, vielen, vielen Dank, ja. Ich hoffe, wir bleiben noch lange, lange in so einem tollen Kontakt, wie wir es bisher pflegen. Ich finde es einfach nur fantastisch. Du bist ein super Kerl. Ich sage das nicht nur wegen den Figuren und überhaupt, sondern alleine für so Bekanntschaften hat sich YouTube gelohnt. Wenn jetzt YouTube morgen abgeschaltet wird, scheißegal. Ich habe ein paar wirklich tolle Menschen kennengelernt und da stehst du mit ganz weit vorne an der Spitze und Mensch, danke für alles, ja. Auch die Höhen und Tiefen, die man so im Privaten erlebt hat, ne. Und wir sind immer noch da, Alter, ne. Wir sind immer noch da. Also, mein Lieber, ich werde jetzt noch viel Spaß haben mit den Figuren. Werde sie schön einordnen, da wo sie hingehören. Und die kriegen auch ihre Plätzchen dann später, wenn die Galerie hier fertig ist. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich kann es dir überhaupt gar nicht sagen. Ne? Also nochmal vielen lieben Dank. Ich weiß, ich könnte es noch 10.000 Mal sagen und es kommt jedes Mal von Herzen. Leutchen, das war's. Wir sind durch. Keine Ahnung, wie viele Teile ich jetzt mittlerweile zusammengeschnitten habe. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, für eure Geduld. Und vielleicht war auch was Interessantes für euch dabei. Ja, ich sag ciao, tschüsschen. Bis zum nächsten Video, euer Rupi. Yay! Yeah.